Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Online-Seminar von der Hypo-Vereinsbank und Finanzen.net. Mein Name ist Benjamin Ressel und ich bin Ihr Moderator, der Sie durch das Abendprogramm geleiten wird. Für Anleger war das bisherige Börsenjahr mit vielen Höhen und Tiefen verbunden. Viele suchen jetzt bei den großen Börsenunternehmen wie Tesla, Apple und Amazon sichere Renditen. Aber sollte man jetzt noch auf diese Trendtitel aufspringen? Da gibt es auch Alternativen, die mehr Potenzial bieten. Und wie sieht es eigentlich mit heimischen Unternehmen bzw. im DAX aus? Die Antworten darauf liefern unsere heutigen Gäste Sebastian Bläser von der Hypo-Vereinsbank sowie Daniel Saurenz und Franz-Georg Wenner von Feingold Research. Und damit begrüße ich auch euch, Sebastian, Daniel und Franz-Georg, in unserer digitalen Runde. Schön, dass ihr da seid. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank. Bevor wir zum Hauptteil übergehen, wäre es schön, wenn ihr euch kurz unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einmal vorstellen könntet. Sebastian, möchtest du zuerst etwas zu dir und der Hypo-Vereinsbank erzählen? Ja, gerne. Also, mein Name ist Sebastian Bläser. Ich bin Sales- und Derivate-Experte bei der Hypo-Vereinsbank, auch bekannt als UniCreditbank im Bereich One Markets. Und habe mittlerweile mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Investment Banking bei verschiedenen internationalen Großbanken gesammelt und bin auch privat schon seit Ende der 90er Jahre an der Börse aktiv. Vielen Dank für die Vorstellung, Sebastian. Daniel, magst du dann als nächstes etwas über dich und Feingold Research erzählen? Ja, ich mache es ganz kurz. Feingold Research feiert Ende diesen Jahres sein zehnjähriges Jubiläum und wir sind, glaube ich, der einzige Börsendienst, der Anlageexperten, technische Analysten, Experten für Behavioral Finance und das Ganze gegossen eben in die passende Geld- und Trading-Anlage vereint. Und wir verfügen über ein Team von 8 Mann: Kernteam Benjamin, meine Wenigkeit Franz-Georg Wenner und mein Bruder Nikolas. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir unsere Abonnenten morgens von 8 bis abends 22 Uhr und manchmal sogar darüber hinaus versorgen. Also wir machen keinen 9-to-5-Börsendienst, sondern wir sind immer da, wenn es brennt und gerade eben dann, so wie zum Beispiel letzten Freitag, das konnte man da exemplarisch bei uns sehen. Dankeschön, Daniel. Und dann darfst du dich auch noch gerne vorstellen, Franz-Georg. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Franz-Georg Wenner. Ich bin auch im Team von Feingold Research, wie so, und auch bei Indexradar. Schwerpunkt bei mir ist so die technische, markttechnische Analyse, wobei ich weniger darauf achte, ob der DAX jetzt unter eine bestimmte Unterstützung oder Widerstand gefallen ist, sondern wir schauen uns das Ganze vor allen Dingen auch aus einem statistischen Blickwinkel an. Das heißt also so auch die Analyse eben, wie entwickelt sich eigentlich der DAX, wenn er zum Beispiel über oder unter der 200-Tage-Linie Anfang September notiert. Das sind so ganz besondere Auswertungen, die man nicht überall bekommt, die aber sehr hilfreich sein können. Und damit werden wir uns auch heute Abend mal auseinandersetzen. Dann danke ich auch dir für die Vorstellung, Franz-Georg. Und bevor wir gleich starten, habe ich noch einen kurzen Hinweis für unser Publikum. Sollten Fragen oder Verständnisprobleme auftauchen, können Sie uns während des Online-Seminars über die Chatfunktion gerne kontaktieren. Diese Fragen werde ich dann an passender Stelle während des Vortrages natürlich anonymisiert stellen oder in unserer Fragerunde im Anschluss. Dann können wir von meiner Seite aus auch beginnen. Daniel, du machst den Anfang und ich würde dir damit die Übertragungsrechte geben. Super, das hat funktioniert. Und damit hört ihr mich auch. Ja. Genau. Und genau, dann erst nochmal herzlich willkommen von meiner Seite zu einem Webinar, das, glaube ich, gar nicht besser getimt sein könnte. Wir haben uns das mit der UniCredit vor ein paar Monaten überlegt, dass wir Ende der Sommerpause wieder einsteigen und das zu Hochwohlerzeiten, denn am letzten Freitag hat Herr Paul ja dafür gesorgt, dass die Wohler wieder so richtig angesprungen ist. Ich habe dazu heute Morgen auch ein paar Sätze bei NTV verloren. Also wer Lust hat, da nochmal reinzuhören, warum wir heute so ins Rutschen kommen, beziehungsweise am Freitag schon gerutscht sind. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Und ich beginne mal mit dem Gesamtmarkt. Und wir haben ja sogar
okayen Handelsausklang an diesen Montag, 12.923, der momentane Stand. Es hätte schlimmer kommen können. Heute muss man sagen, heute früher, als ich an der Börse war, da stand die 12.770, glaube ich, auf der Tafel, so kurz vor 10. Und da war ein Durchrutschen schon zu befürchten. Man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, Stand heute Morgen 12.770, das waren ziemlich genau 1.200 Punkte weniger als in der vorletzten Woche zum DAX-Hoch. Und ich möchte da mal in unsere Präsentation wechseln und da vielleicht mal etwas zeigen, worauf wir, ja, ich, dieses Jahr muss ich sagen, auch ein bisschen mit meinem Team stolz sind. Denn das linke, das ist unser Turbo-Trader am 23. Januar diesen Jahres und das ist unser Turbo-Trader rechts in der letzten Woche. Und da sieht man schon relativ leicht, dass wir exakt am gleichen Niveau noch sind. Das Spannende dabei natürlich ist, der DAX notiert 3.000 Punkte tiefer. Heißt in anderen Worten, auch bei uns im Börsendienst hat man jetzt dieses Jahr keine positive Rendite bisher. Wir sind 0-0. Aber es gilt ja immer, sich das anzugucken, was man gegen den Gesamtmarkt liefert. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und bei der Einleitung wurde ich ja gefragt, was so uns auszeichnet und warum wir und wie wir agieren. Und das Besondere bei uns ist immer, dass wir sehr viel auf Sentiment achten und dann auch sehr hart und sehr konsequent Absicherungspositionen eingehen. Und unsere Abonnenten wissen das. In der vorletzten Woche hatte der DAX ja das zweite Mal im Jahr 2022 so ein, ja, ich möchte fast sagen, so ein Absicherungselfmeter hingelegt. Der DAX hatte 13.950 Punkte da stehen. Die Vola war sehr niedrig wieder, VDAX Richtung 22 unterwegs. Und das war in den letzten Monaten eben der Bottom. Das hatte ich sehr häufig thematisiert und habe gesagt, achtet darauf. Es möchte im Moment keiner Risiko bezahlt haben, obwohl reichlich Risiken da sind. Und das war das zweite Mal dieser Elfmeter, so möchte ich sagen, nachdem wir im Frühsommer ja an einem Feiertagsmontag 14.750 Punkte angelaufen hatten. Und ich habe so eine kleine Börsenchat-Gruppe und wir waren uns da, wir sind uns nicht immer einig in unserer Ausrichtung, aber da waren wir uns doch sehr einig und das sind alles Jungs mit sehr viel Markterfahrung und sehr vielen Jahren, dass wir sagten, im Moment bekommt man Absicherung sehr günstig, fast schon hinterhergeschmissen. Und in diesen Niedrigstwohlerphasen, wenn gerade auch keiner sehen will, dass die US-Notenbank, ich habe das mal hinten dran gelegt, sehr konsequent sein wird in ihrem Vorgehen, dann kann man in diesen Niedrigstwohlerphasen sich Put-Optionsscheine ins Portfolio einbauen. Man kann aber auch mit Absicherungs-Inline-Optionsscheinen agieren. Da werde ich gleich recht bald schon Sebastian mit ins Boot nehmen. Und da können wir auch mal nochmal in diese kleine Übersicht gucken, ehe ich euch gleich nochmal zeige, dass wir natürlich auch was mitgebracht haben für diejenigen, die heute im Finanzen.net-Webinar dabei sind. Man sieht hier unten unsere abgeschlossenen Transaktionen sozusagen. Und da wird auffallen, dass wir relativ viel mit Inline-Optionsscheinen arbeiten. Und man sieht da auch, dass wir natürlich nicht jeden Inliner zaubern können, aber beim DAX kann ich mal so viel verraten. Man sieht die abgeschlossenen DAX-Inline-Trades hier über diese Periode hinweg. Es sind immer nur einige abgeschlossene. Das sind natürlich längst nicht alle des Jahres 2022. Aber man sieht auch hier, dass wir bei diesen Inlinern manchmal auch einen Totalverlust mal verkraften müssen. Das war Ende 2021 beim Nasdaq-Inliner der Fall. Aber bei dem DAX habe ich mal geguckt. Von unseren letzten 75 DAX-Inlinern haben wir 72 ins Ziel gebracht, sprich zur Auszahlung von 10 Euro. Diese Quote geht dann, wenn man sich Zeit lässt bei diesen Papieren, wenn man die Absicherung seines Depots mit Inline-Optionsscheinen oder generell den Handel damit so versteht, dass man über Depotgrößen steuert. Und ich beginne heute das Webinar ganz bewusst damit, weil ich die Mehrwertigkeit dieser Papiere mal zeigen möchte. Und ich mache das exemplarisch mal an zwei, drei Papieren, die man auch von der UniCredit sich raussuchen kann. Und da gehen wir mal ganz kurz hier auf One Markets. Und da zeige ich auch mal, wie man solche Papiere findet. Ich komme dann auch gleich versprochen wieder zum Gesamtmarkt und gehe schon mal direkt in die vollen. Hier sind die Inline-Optionsscheine und dann kann man nach Basiswert sortieren, Index. So, dann kommt man direkt auf den DAX und dann kann man hier noch weitere Filter eingeben und den Bewertungstag. So, zack, jetzt gehen wir mal auf die länger laufenden.
Das sind die fürs nächste Jahr. Und ich mache jetzt einfach mal vor, wie ich beispielsweise, beziehungsweise ich habe sogar schon einen rausgesucht vorher, den kann ich auch mal nehmen, wie ich Scheine raussuche. Ich nehme mal den hier, kopiere ich euch mal bei One Markets rein. Dann geht es noch schneller. Und dann nehme ich auch, wie gesagt, gleich den Sebastian schon mal dazu. So, jetzt sind wir auf der Produktseite. Das ist zum Beispiel ein Inline-Optionsschein auf den DAX. 10.000 auf 15.000. Und jetzt ist die 3-Monats-Übersicht spannend. Man sieht hier, das ist vor 2 Wochen. Da hat dieser Schein 3,25 Euro gekostet. Und jetzt ist er bei 5,42 Euro. Man sieht schon, dieses Papier hat sich noch nicht ganz verdoppelt, aber wir sind über den groben Daumen 70-80% im Plus. Und das meine ich mit Absicherung via Inliner. Und so agieren wir sehr häufig. Wir kaufen diese Papiere nicht, wenn sie in der Mitte sind. Das ist bei diesem Schein jetzt fast der Fall, sondern wir würden sie zu solchen Zeiträumen hier kaufen, so bei 3,50 oder vielleicht bei 4 Euro. Warum? Der DAX war, wie ich eben schon erwähnt habe, ja bei knapp 14.000 Punkten in der vorletzten Woche. Das heißt, dann habe ich bei so einem Papier 1.000 Punkte Luft nach oben, aber fast 4.000 Punkte Luft nach unten. Und das macht diese Absicherungsfunktion. Das heißt, einfaches Beispiel, ich habe 10.000 Euro in einem ETF und setze, sage ich mal, 500 Euro in diesen Inline-Optionsschein ein. Dann ist mein Risiko, wenn der DAX auf 15.000 Punkte läuft, der Inline-Optionsschein ist K.O., ich habe 500 Punkte verloren. Adäquat hätte ich dann in meinem 10.000 Euro ETF ungefähr 700 Euro gewonnen, wenn der vorher bei 14.000 Punkten war, der DAX 1.000 Punkte drauf, sind dann über den Daumen 7%. Habe dann etwas gut gemacht. Aber das Entscheidende ist, wenn es abwärts geht und der DAX verliert, sage ich mal, 10%, dann genau macht dieser Schein aber etwa einen Verdoppler. Das heißt, aus meinen 500 Euro werden 1.000 und ich habe dann einen deutlichen Kursrückgang im ETF kompensiert. Und ich kann mir auch genauso gut Indexzertifikat nehmen oder das gesamte Portfolio. Aber man sieht schon, diese Inliner sind Seitwärtspapiere, aber auch teilabsichernd. So, und jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf die Lage am Gesamtmarkt zurück, warum wir das getan haben und warum ich der Meinung war in der vorletzten Woche, dass man sich doch etwas absichern sollte. So, gehen wir mal auf den Präsentationsmodus. Notenbanker Paul hat am letzten Freitag deutlich gemacht, dass die Wirtschaftskraft der USA und das Wachstum und im Grunde genommen auch Teile des Arbeitsmarktes geopfert werden, um, koste es, was es wolle, die Inflation runterzubekommen. Und bis Freitagmittag zeichnete sich die Börse aus in den USA. Dadurch muss man jetzt wirklich nachblickend auch sagen, dass ganz offensichtlich viel zu viele Marktteilnehmer der Meinung waren, Paul wird schon irgendwie dieses Soft Landing ansteuern und nicht zu hawkig agieren und dem Markt nicht zu deutlich klar machen, wie restriktiv man sein wird. Man konnte es vorher schon ahnen, dass die Fed sehr lange restriktiv sein wird, weil die Inflation runter muss. Aber es am Freitag nochmal zu hören und auch in der Aussage von Paul zu hören, dass man Wirtschaftswachstum wirklich opfern will, um Inflation runterzubekommen, das hat die Märkte geschockt. Das war der Grund, warum der VDAX wieder auf die 30 gezogen ist, warum der VIX ansprang in den USA, warum die Zinsen nach oben schossen und warum übrigens auch jetzt die EZB in einem extremen Dilemma ist. Denn der Dollar würde immer stärker, wenn die Fed restriktiv agiert, aber die EZB wenig macht. Jetzt hat die EZB ihr Fragmentierungsprogramm beschlossen. Sie hat im Grunde gesagt, wir kaufen italienische Anleihen und werden die Italiener stützen. Ganz egal, auch wenn wir offiziell die Zinsen erhöhen, wir kaufen hintenrum den Kram zurück. Wenn der Markt das durchschaut, hat die EZB trotzdem ein Problem, weil das dennoch belastend auf den Euro wirkt. Und der US-Dollar würde immer stärker, was dann auch wieder Implikationen auf Schwellenländer und so weiter hat. Das heißt, wir sind da wirklich in einer richtig blöden Situation, die man im Grunde nur über 2 Wege wird lösen können. Erstens, die Energiepreise müssen irgendwie runter, sei es über eine Einigung in der Ukraine, die ich im Moment mir noch nicht besonders gut vorstellen kann, sei es über Verhandlungen mit anderen Energielieferanten, sei es über einen Nachfragerutsch, das könnte im Moment sogar das Wahrscheinliche sein. Der Chef von Hapag-Lloyd hat gestern gesagt, die Container, also die Frachtmöglichkeiten bei Hapag-Lloyd, waren vor wenigen Monaten noch 3- bis 4-fach überbucht.
Vor 2 Wochen war die Überbuchungsrate noch bei 20% und er geht davon aus, dass das jetzt sehr schnell kippen wird in Richtung, man bekommt wieder freie Container, wenn man will. Das ist ein Signal, dass der Angebotsengpass, den wir in der Wirtschaft haben, jetzt sehr schnell auf eine Nachfrageflaute drehen wird. Das heißt, wir sind in einer Art Schweinezyklus. Wir hatten die ganze Zeit das Problem, ich sage es mal ganz platt, wenn du eine PlayStation wolltest, hast du keine bekommen, weil kein Angebot da war. Wir werden jetzt Richtung Weihnachten womöglich darauf zusteuern, dass irgendwann die PlayStations wieder da sind, aber die Leute keine Kohle mehr haben, um sie zu kaufen. Ich übertreibe vielleicht etwas, aber das ist so die generelle Sorge, die wir in Sachen Wirtschaft haben. Und das muss sich jetzt alles nach Corona wieder einpendeln. Das hat natürlich auch indirekte Effekte Richtung Arbeitsmarkt. Und das wissen die Zentralbanker. Das heißt, wenn jetzt sozusagen die Nachfrage sinkt, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage, zum Beispiel essen zu gehen, Dinge zu bestellen. Da braucht Amazon weniger Leute. Diese Leute, die bei Amazon weniger gebraucht werden, werden vielleicht in der Gastronomie eingesetzt. Das entlastet dort. Wir alle wissen, wo die Jobs fehlen. Ich glaube, der Spiegel hat in der vorletzten Woche da einen großen Titel zu gemacht. Das ist weltweit so, hat auch viel mit Alterspyramide zu tun in den Industrieländern. Und das könnte sich in den nächsten Monaten dann langsam wieder eingrooven. Aber solange ist das zins- und geldpolitisch noch relativer Blindflug. Und das ist der Grund, warum auch die Märkte jetzt weiterhin im Trudeln sind, weil eben niemand sagen kann, Mensch, es ist so wie früher. Wir wissen, wir sind jetzt in der Rezession, die dauert so lange, wie sie eben dauert, meistens ein halbes Jahr oder so, mal auch dreiviertel Jahr. Und dann gucken wir da durch und danach geht es ohnehin wieder aufwärts. Diese Logik und diesen Pfad, den sehen momentan die Investoren noch nicht. Es ist noch nicht so, dass man in Deutschland sagen kann, naja, jetzt haben wir halt eine Rezession dann in Q3 und Q4 wegen der horrenden Energiepreise, aber dann im Sommer 2023 wird schon wieder alles okay und dann gibt es wieder Wirtschaftswachstum. Diese Logik ist noch nicht da und deswegen greift auch so richtig keiner zu im DAX. Das hat man heute Morgen auch gesehen. Die Verkäufer waren durch, aber so richtig kamen keine neuen Käufer dazu. Das war recht spannend zu sehen. Dann geht es in Richtung September natürlich zur Frage, jetzt haben wir 50 oder 75 Basispunkte in den USA bei den Zinserhöhungen. Aus meiner Sicht jetzt gar nicht mehr die große Frage, sondern die Frage ist in den nächsten Wochen, für die, die aktiv am Markt handeln und auf Daten gucken, wie stark fallen die Inflationsdaten aus? Und es wird jetzt eben nicht mehr reichen, dass man sagt, Inflationszahl XY kommt in der Erwartung 9% und kommt dann real, sage ich mal, mit 8,9 raus und man sagt, juhu, 0,1 schlechter, ist ja prima, Inflation sinkt ja. Nein, man wird in den Daten sehen müssen, Inflation sinkt signifikant und 0,1 besser als gedacht ist nicht signifikant. Darauf wird der Markt achten und wir brauchen einige Inflationsdaten meiner Ansicht nach, die so ein Bild verfestigen, okay, wir sind über das Inflationspeak drüber und es kommt relativ zügig runter mit der Inflation. Das wird der Markt sehen wollen und erst dann wird man auch einen Boden finden bei Nasdaq und bei S&P 500. Immer im Hinterkopf behalten, wir hatten es bei uns im Börsendienst vor einigen Wochen schon mal angeteasert. Die Nasdaq, also Technologieaktien, bilden ihren Boden in den letzten 20, 25 Jahren mit einigen Monaten Vorlauf zu den großen Titeln im S&P 500 und zu den etwas mehr Old Economy zugehörigen Titeln. Also da sich immer bewusst sein, weil das natürlich auch sehr viel mit den Zinsen zu tun hat, dass wir möglicherweise den Nasdaq-Boden früher sehen und das wäre dann so ein Cliffhanger Richtung zweite Webinarhälfte heute für Franz Georg, mal zu beachten, wo könnte denn vielleicht so ein möglicher doppelter Boden, den ja immer gerne jeder hätte, bei der Nasdaq liegen und was müsste dafür erfüllt sein? Gebe ich Franz Georg schon mal für nachher mit. Die Probleme in der Eurozone sind bekannt. Heute muss die Uniper wieder gestützt werden und wir brauchen womöglich auch eine Stützung bei den Strompreisen. Ich glaube, dass das darin münden wird, dass man vor allem in Deutschland den Leuten Cash aufs Konto buchen wird irgendwann. Ähnlich wie bei Corona, dass man sagt, okay, wir brauchen hier quasi Helikoptergeld, Energiehelikoptergeld könnte man sagen, 300, 400, 500 Euro pro Haushalt mindestens mal, denn mir ist schwammig, wie ansonsten einige Haushalte das werden lösen können. Oder man nimmt eben in Kauf, dass vielleicht bei 30, 40, 50% der deutschen Haushalte die Konsumquote auf nahe Null geht. Sprich, dass man das gesamte Geld braucht für Miete, zweite Miete, Strom und Gas. Und dann bleibt kein Geld mehr, um bei Galeria shoppen zu gehen oder wo auch immer. Weiterer Indikator für den Rutsch des vergangenen Freitags waren aus meiner Sicht, und mein Team hatte da auch sehr intensiv darauf hingewiesen,
dieser Hype bei den Meme-Aktien. Wenn so viel lockeres Geld unterwegs ist, wie bei Bed Bath Beyond und bei GameStop und wie sie alle heißen, und da schon wieder so locker flockig rumgezockt wird, dann ist das in der Regel ein Signal dafür, dass die Stimmung schon wieder zu gut geworden ist. Denn man erinnert sich im Februar oder auch im Frühsommer nochmal, da hat kein Mensch über Meme-Aktien geredet, weil wir anderes zu tun hatten, nämlich den DAX irgendwie bei 12.400 ausgraben oder den S&P bei 3.600 damit konfrontieren, dass einige Analysten 3.200 oder 3.000 schon gesehen hatten. Das sind keine Phasen, in denen du über Meme-Aktien redest. Und die vorletzte Woche war ein klares Beispiel dafür, dass man sah, für das Umfeld war die Stimmung zu gut und meiner Ansicht nach auch die Kurse zu hoch. 4.300 im S&P war da zu viel. Ja, und dann die Sentiment-Indikatoren, die sind sehr spannend, aber das große Problem bei Sentiment, das betrifft den Fear and Greed Index, das betrifft in Teilen auch unseren Feingold Research Sentiment-Indikator, wobei der etwas feiner ist, der war schon vor 2,5 Wochen auf Verkaufen wieder gesprungen. Wir hatten deswegen auch am Montag vor einer Woche schon wieder unsere Feingold-Depot-Versicherung ins Rennen geschickt. Da schicken wir immer an alle Abonnenten eine nachhaltige Aufforderung, Puts in die Depots zu bauen und zeigen dann auch immer das entsprechende Handwerkszeug und die entsprechenden Papiere. Puts auf Eurostoxx, auf DAX, auf S&P und Nasdaq hatten wir da vorgestellt, weil wir eben sagten, die Stimmung ist schon wieder zu gut geworden. Mit dem letzten Freitag und mit heute hat sie sich wieder neutralisiert. Wir sind aber immer noch nicht in den USA, zumindest aus meiner Sicht, Franz-Georg kann auch das nachher noch erläutern, in einem überverkauften Bereich, sondern eher gerade mal so Richtung Mitte. Der Fear and Greed Index ist auch gerade mal wieder Richtung 4, aber noch längst nicht Richtung Ausverkaufsniveau unterwegs. Und deswegen gibt es da keinen Bedarf jetzt wie irre direkt reinzuspringen, nur weil der Freitag mal schlecht war. Was man sagen kann, ist, dass eine Risk-Off-Neigung Richtung Europa vorhanden ist, denn der Discount von europäischen Aktien zu US-Aktien war noch nie so hoch wie jetzt. Wir sind in etwa auf dem Level der Lehman-Krise, das sieht man hier auf diesem Graph ganz gut. Und das könnte auch zeigen, wo ja das höchste Beta herkommen könnte in einer möglichen Erholung, dass sich nämlich dann einige vielleicht auch auf ausgesuchte europäische Aktien stürzen, wenn es 2023 wieder hochgeht, weil man sagt, Mensch, die sind ja vorher auch am meisten abgestürzt. So, gehen wir dann mal aus der Präsentation raus und dann würde ich wirklich gerne mal Sebastian dazu nehmen und anknüpfen an das Thema Inline-Optionsscheine. Sebastian, vielleicht kannst du aus der Sicht des Emittenten noch ein paar Worte sagen, was wichtig ist bei Inlinern, warum sie vielleicht auch gerade in hochvolatilen Phasen so spannend sind, denn dann gerade auch empfehlen wir die, beziehungsweise, lass es mich so sagen, in hochvolatilen Phasen empfehlen wir sie ausnahmsweise auch mal so in der Mitte. Das heißt, jetzt zum Beispiel 9,5er, 15.000er DAX-Inliner, den würden wir jetzt auch mal zeigen. Warum? Weil hohe Volatilität ja bei Inlinern generell den Preis drückt und das sieht man dann auch teilweise in Vola-Updates, aber das kannst du noch ein bisschen besser erklären. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich bräuchte einmal den Screen bitte vom Moderator oder von dir. Super, vielen Dank. Gerne. So, man sieht meinen Screen, oder? Ja, den sieht man, alles gut. Super, genau. Also es kamen, wie gesagt, jetzt schon die Inline-Optionsscheine zur Sprache und ich denke, das sind sehr interessante Produkte, die es sich lohnt, mal ein bisschen genauer auch zu erläutern. Es gibt auch nicht viele Emittenten, die anbieten. Es gibt neben uns nur einen anderen Emittent, der die Produkte auf Aktien anbietet und noch einen anderen, der zusätzlich auch auf Indizes und Währungen Inliner anbietet. Zunächst mal ist es so, dass es in Deutschland am Derivatemarkt 1,5 Millionen Hebelprodukte gibt und damit ist der deutsche Derivatemarkt der größte und vielfältigste der Welt. Das ist natürlich für viele Kunden eine große Herausforderung, dass man sagt, oh Gott, 1,5 Millionen Produkte, aber man sollte auch die Chance sehen. Ich sage immer gerne, dass man eigentlich als deutscher Privatanleger fast einen Instrumentenkoffer wie einen Hedgefundmanager vor sich hat. Man kann nämlich wirklich alle möglichen Szenarien spielen und das zeigt sich gerade auch bei den Inline-Optionsscheinen.
Die Inline-Optionsscheine gehören zu den sogenannten exotischen Optionsscheinen. Von denen gibt es gerade noch 100.000 in Deutschland. Also exotische Scheine, da zählen zum Beispiel auch die Discount-Optionen dazu. Es gibt noch einige Unterkategorien, die heißen Stay High und Stay Low Optionsscheine. Aber die klassischen Inline-Optionsscheine, die wir hier vorstellen möchten, da gibt es nur ganze 22.000 Papiere. Ist immer noch viel, auf jeden Fall. Aber im Vergleich natürlich zu den gesamten Hebelprodukten, also Optionsscheinen und Knockout-Produkten, sind das natürlich relativ wenig. Was ist ein Inline-Optionsschein? Daniel hat es ja gerade schon angesprochen. Es ist letztendlich ein exotisches Derivat, welches Gewinne ermöglicht in einem Seitwärtskorridor. Wichtig ist, dass der zugrunde liegende Basiswert, hier konzentrieren wir uns heute mal auf den DAX, geht aber auch auf eine einzelne Aktie, auf einen Rohstoff, auf andere Indizes, auf Währungen und so weiter. Der Basiswert muss innerhalb eines gewissen Korridors verweilen während der Laufzeit. Das ist das Entscheidende beim Inline-Optionsschein. Und am besten versteht man das immer anhand eines praktischen Beispiels oder hier zunächst ein theoretisches Beispiel. Wir haben hier einen Inline-Optionsschein als fiktives Beispiel auf eine Aktie, Musteraktie XY, die entsprechend einen Korridor, also eine Laufzeit von 3 Monaten hat und einen Korridor zwischen 40 und 60 Euro. Die Aktie steht hier im Beispiel bei 50 Euro. Und jetzt gibt es zwei Szenarien. Im ersten Szenario wird in dieser Laufzeit von 3 Monaten die obere und untere Barriere nicht berührt und dann kommt es stets, immer und unwiderruflich zu einer Auszahlung von 10 Euro. Wird allerdings Szenario 2 die Barriere irgendwann verletzt und hier ist wichtig, es zählen alle offiziell festgestellten Börsenkurse. Bei einer DAX-Aktie ist das Cetra 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Beim DAX selber ist es auch Cetra 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Gut, man muss einschränken, nicht ganz 9 Uhr, weil es kommt noch die Eröffnungsauktion mit rein. Erst der erste Kurs nach der Eröffnungsauktion ist der erste offizielle DAX-Kurs. Und um 17.30 Uhr beginnt die Schlussauktion des DAX und der letzte Kurs nach der Schlussauktion, gerne mal 17.35 Uhr, ist der letzte offiziell von der Deutschen Börse AG festgestellte Kurs des DAX. Und der ist maßgeblich für Knockout. Keine DAX-Kurse danach, das sind nämlich nur sogenannte Indexindikationen, das sind keine offiziellen DAX-Kurse. Das sind berechnete Indikationen von verschiedenen Marktteilnehmern, Datenanbietern, Brokern, Portalen, die eigene Indikationen berechnen. Aber der offizielle DAX-Kurs endet um 17.30 Uhr und nur dann kann der Inliner verletzt werden. Noch besser versteht man allerdings, wie ein Inline-Optionsschein funktioniert, anhand eines praktischen Beispiels. Hier ohne WKN, weil im Gegensatz zu Daniel darf ich nämlich keine WKNs vorstellen. Daniel darf das, ich darf das nicht. Den Disclaimer werde ich auch am Ende nochmal nachschieben, dass eben natürlich auch hohe Verlustrisiken mit Derivaten verbunden sind, ist ja sowieso klar. Aber hier haben wir mal jetzt einen exemplarischen Inline-Optionsschein ohne WKN hergenommen. Und ich habe allerdings ein echtes Papier aus der Praxis gewählt. Ich habe nur die WKN weggelassen. Das heißt, diese ganzen Konditionen, die wir hier sehen, die sind realistisch. Die kommen aus der Praxis und haben wir ja auch gerade bei Daniels Beispiel gesehen. Hier haben wir einen Inline-Optionsschein, da haben wir einfach mal den DAX-Kurs auf 13.000 gesetzt, damit es einfacher zu verstehen ist. Und wir haben eine untere Schwelle und eine obere Schwelle. Das jeden Inline-Optionsschein kennzeichnet eben dieser Korridor aus, der durch zwei Barrieren, durch eine untere und obere Knockout-Barriere begrenzt wird. Hier haben wir eine untere Barriere bei 11,5, die ist also ein bisschen näher als die obere Barriere. Und wir haben eine Laufzeit bis Dezember und dieser Inliner kostete zum Zeitpunkt, als die Präsentation erstellt wurde, 4,34 Euro mit diesen Schwellen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn diese Schwellen bis Dezember nie erreicht werden, es zu einer Auszahlung von 10 Euro kommt. Und das bedeutet hier eine mögliche Rendite von 130 Euro. Jetzt kommt der Nachteil, wenn irgendwann während der Laufzeit, und ich hatte es gerade betont, offizielle DAX-Kurse gibt es nur zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr plus Schlussauktion. Wenn irgendwann während der Laufzeit diese Barrieren berührt werden, dann ist der Schein sofort wertlos. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Papier wird sofort wertlos. Deswegen auch exotische Optionen. Das ist eigentlich eine digitale Option. Die kann am Laufzeitende nur 0 oder 10 Euro kosten. Also genau genommen 0,001, das ist der steuerliche Verlustbetrag. Jetzt kann man natürlich dieses Sicherheitsnetz ein bisschen weiter spannen. Es gibt also Inline-Optionsscheine mit breiteren Korridoren. Der hier ist schon einigermaßen eng und der eignet sich auch eher für einen Anleger, der etwas bullisch orientiert ist. Man kann auch Inline-Optionsscheine wählen, wo die wirklich genau in der Mitte liegen. Da gibt es also wirklich sehr viele Varianten am Markt. Und entscheidend ist, dass für die Bewertung der Inline-Optionsscheine neben dem Kurs des DAX eine Kennzahl ganz wichtig ist. Und auch Daniel hat vorhin schon immer mal wieder von der Vola gesprochen. Die sogenannte implizite Volatilität. Das ist ein Fachbegriff aus der Derivate-Welt,
die eben die erwartete Schwankung eines Basiswertes um seinen Mittelwert, das ist eine statistische Kennziffer, letztendlich von der Standardabweichung abgeleitet, die eben die erwartete Schwankung kennzeichnet über die Laufzeit. Und je höher die Volatilität ist und je höher die erwartete Schwankung ist, desto wahrscheinlicher ist eine Barriereberührung, desto billiger wird der Inliner. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen haben wir einen stärker fallenden DAX gesehen. Und das führte zu einer erhöhten impliziten Volatilität. Und ich habe hier einfach nochmal die Vola seit 2009, also Vola ist immer die nette kurze Abkürzung, die Vola seit 2009 mal aufgeführt. Und wir sehen hier zum Beispiel auch im Corona-Crash, wie der weiße Graph, nämlich die Volatilität, in ungeahnte Höhen schießt. Hier gemessen am sogenannten VDAX-Index, das ist ein von der deutschen Börse berechneter Volatilitätsindex, der 4 Wochen laufende Volatilitäten von Optionen at the money, also am Geld, müssen wir jetzt nicht im Detail erklären, aber also standardisierte Optionen hier bemisst, denn es gibt Volatilitäten für jeden Basispreis und für jede Laufzeit, das muss man auch mal bedenken. Es gibt nicht die eine Vola, sondern es gibt ganz viele Volas. Und hier haben wir jetzt den VDAX, der misst also diese 4 Wochen laufende Vola am Geld, also quasi genau auf dem Niveau des DAX-Preises. Und wenn hier die Vola nach oben schießt, dann wirkt sich das so aus, dass ein Inline-Optionsschein im Wert fällt. Wenn aber die Vola runtergeht, dann wird der Inliner im DAX, wird der Inliner im Wert steigen. Und deswegen ist es besonders interessant, in Zeiten hoher Volatilität einen Inliner zu kaufen. Und was auch noch für mich läuft, ist die Laufzeit. Denn wenn die Laufzeit verstreicht, dann habe ich einen Gewinn. Und das ist der große Unterschied von einem Inline-Optionsschein zu einem klassischen Optionsschein. Denn hier läuft die Laufzeit für mich. Und bei den anderen typischen normalen Optionsscheinen läuft die Laufzeit immer gegen mich, weil sich nämlich die Optionsprämie verringert. Beim Inline-Optionsschein baut sich die Optionsprämie sukzessive auf, weil ich bekomme ja am Laufzeitende meine 10 Euro, wenn ich im Korridor verbleibe. Und entscheidend ist es wirklich bei solchen, sag ich mal, spekulativen Derivaten eben auch nur einen geringen Kapitaleinsatz zu tätigen. Daniel hatte das vorhin sehr gut erklärt, wenn ich 10.000 Euro ETF-Position habe, reichen 500 Euro in so einem Papier. Man kann sagen, ja, das ist doch Totalverlustwahrscheinlichkeit, klar, aber Risiko hängt immer vom Kapitaleinsatz ab. Und wenn ich nur hier 10 Euro investiere, habe ich auch nur 10 Euro Risiko. Und deswegen ist es so, einen geringen Kapitalbetrag in diesem Schein zu investieren. Er hat hohe Gewinnchancen, 500 Euro können schon ausreichend sein, um sein Geld hier in dem Fall sogar mehr als zu verdoppeln. Und dann ist es dann kann es eine sehr smarte Absicherungsstrategie sein, die sonst wirklich nur Hedgefonds vorbehalten ist, weil es gibt dieses Produkt in keinem anderen Land zu kaufen. Sie können das nicht in Frankreich kaufen oder in Spanien oder in den USA oder ähnliches. Das sind Finanzinstrumente, die an einem sehr fortschrittlich entwickelten deutschen Derivatemarkt von Emittenten aufgelegt werden. Die Berechnung ist auch komplex. Das wird mit komplexen finanzmathematischen Modellen berechnet. Und das sind wirklich schöne Instrumente, um bestimmte Marktszenarien seitwärts, aber eben auch Short-Szenarien, wie Daniel das vorhin auch gut erklärt hatte, wenn man nämlich die obere Barriere zum Beispiel ein bisschen näher nimmt und die untere Weise. Also wir bieten zum Beispiel auch Inliner an mit Barrieren unten 9.000 und oben zum Beispiel 14.000 und dann hat man eine breite Range und kann sich eher auf ein fallendes Szenario, aber im Unterschied zum Optionsschein läuft die Laufzeit hier für mich. Das war jetzt mal so ein kurzer Snapshot. Wenn man mehr erfahren will über Inline-Optionsscheine, gerne auf unsere Internetseite gehen, onemarkets.de. Da bieten wir kostenloses Informationsmaterial zu unseren Produkten an, zu normalen Optionsscheinen, zu Knockout-Produkten, aber eben auch zu Inline-Optionsscheinen auf onemarkets.de unter Wissen. Und das wäre es soweit. Kontaktieren können Sie uns natürlich auch, aber da kommen wir am Ende des Webinars nochmal zu. Das war eine kurze Einführung in die Welt der Inline-Optionsscheine und jetzt gebe ich wieder zurück an Daniel. Genau, dürfte ich den Bildschirm nochmal ganz kurz haben für 2 Minuten, ehe dann Franz-Georg mit der technischen Analyse schon ja. Start. Gerne. Genau, ich wollte nämlich mal noch was zeigen und zwar, wir führen bei Feingold Research ja unser längerfristig aufgestelltes Markenwertportfolio, in dem zum Beispiel sehr viele US-Aktien drin sind. Und wir haben, oder ich habe vor 3, 4 Wochen mich entschlossen, dieses Portfolio abzusichern, eben mit einem Inline-Optionsschein. Und ich möchte, schon jetzt bin ich auf den falschen gekommen, Moment, so, das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich wollte dir nämlich einen zeigen. Jetzt war ich bei dem DAX-Stein wieder gelandet. Sorry. Muss ich nochmal ganz kurz gucken in unser Markenwertportfolio. Da steht er nämlich drin. Sekunde.
Das ist die Nummer HB7QMC. So, genau, HB7QMC, den wollte ich nämlich unbedingt noch zeigen. Also, das ist einer, den wir jetzt ganz konkret in unserem Portfolio haben. Und hier, darauf wollte ich hinaus. Dieses Papier war am 16. und 15. August noch bei rund 50 Cent Geld. Der hat Barrieren bei 4.400 und bei 3.300 Punkten im S&P 500. Man sieht da schon sehr schön dran, wo die Absicherungsfunktion besteht. Wenn die 4.400 erreicht worden wäre, hätten wir Bestände in unserem Portfolio glattgestellt gegen den dann ausgenockten Inliner. Unser Ziel war aber natürlich abzusichern und unsere Erwartung war, dass eben die 4.4 nicht erreicht wird und wir dann nach unten ein wirkliches Absicherungsmonster haben. Und man sieht, von 44 Cent Geld ist dieses Papier auf jetzt 4,21 Euro gestiegen, hat sich also verzehnfacht innerhalb weniger Tage. Und das ist eben die Wucht, die diese Absicherungs Inline-Optionsscheine haben können. Und genau aus dem Grund habe ich den nochmal mitgebracht und wollte das nochmal zeigen, damit man sich auch vorstellen kann, was das mit so einem Depot macht und warum das sinnvoll sein kann und warum man sich dann eben freut, wenn man ihn vorher hat. Denn es macht natürlich Sinn, oder ich muss so ein Papier drin haben, wenn ein Tag wie letzten Freitag kommt, denn dann innerhalb des Tages noch in so einen Schein reinzuspringen, ist möglich, aber nicht jeder sitzt die ganze Zeit am Rechner und hat auch dann die passende WKN parat. Wenn man aber weiß im Hinterkopf, hey, wenn es am Markt rappelt, dann habe ich solche Absicherungs-Inliner, solche Monster in meinem Portfolio und die hedgen mir einen ganz wesentlichen Teil des Verlustes weg, den ich sonst einfahren würde, dann kann man da sehr gut mit agieren und das stabilisiert dann das Depot, weil viele ja auch immer denken, Mensch, so Inline-Optionsscheine oder exotische Optionsscheine, die müssen immer hochspekulativ sein und die bringen Unruhe ins Depot. Das Gegenteil kann der Fall sein, wenn man sie richtig und geschickt einsetzt. Alles Weitere dazu und zu uns auf feingoldresearch.de. Ganz wichtig, wir haben einen Trainingstag im September und alle, die bis dahin Abonnenten bei uns sind, ob sie schon lange dabei sind, wie die meisten bei uns oder neu dazukommen, ihr könnt alle unsere Services mit dem Code Webinar2022 abschließen und euch auch an info@feingold-research.com wenden oder einfach über unsere Webseite gehen und die Kontaktfunktion. Und dann gibt es nicht nur einen Rabatt, sondern eben auch den Trainingstag kompakt im September mit dazu, als großes Dankeschön sozusagen für 10 Jahre Feingold Research und unseren Börsendienst. Das war es erstmal von meiner Seite und dann über Umweg zurück zu Franz Georg oder hin zu Franz Georg. Ganz genau. Dann bräuchte ich ihn auf dem Bildschirm. Genau, jawohl. Hast du. Sollte übertragen werden und besten Dank an euch schon mal. Ihr habt schon man sehr sieht, viele... Gut. Okay, genau. Ihr habt schon sehr viel mit reingebracht, eben über Geldpolitik, über die konjunkturelle Ausgangslage. Das sind so die wesentlichen Einflussfaktoren. Aber wir achten bei Feingold Research natürlich auch auf das große Gesamtbild. Und ich sehe das immer so ein bisschen als ein Puzzlestück. Man muss sich eben in verschiedenen Disziplinen anschauen, wie ist die Ausgangslage. Also wie ist die Geldpolitik, wie ist die fundamentale Bewertung, wie ist die Sentimentlage, also das Stimmungsbild und wie ist die Markttechnik. Und die Markttechnik, finde ich, zeigt sich sehr schön hier in diesem übergeordneten Bild zur Lage an den internationalen Aktienmärkten. Hier habe ich mal aufgelistet, verschiedene relativ bedeutende Kursindizes weltweit. Und hier ist nicht so unbedingt entscheidend, welcher Index ist jetzt gerade ganz oben zu finden. Es gibt so eine leichte Tendenz dahin, dass überwiegend value-lastige Indizes noch relativ gut bisher durch das Jahr gekommen sind, also vergleichsweise gut. Im Durchschnitt hat ein Aktienindex seit Jahresbeginn rund 16% verloren. Hier unten Growth-Sektor, also Wachstumsaktien, sind eher am unteren Ende zu finden. Was für mich entscheidend ist, und das ist ein bisschen heute Abend die rote Linie in meinem kurzen Vortrag, ist hier die Abweichung des Index jeweils zur 200-Tage-Linie. Und man sieht sehr deutlich, dass vom internationalen Indizes nur 15% derzeit die langfristige 200-Tage-Linie behaupten. Alle anderen Indizes laufen unter der 200-Tage-Linie und meistens weist diese 200-Tage-Linie eine fallende Tendenz auf. Und das ist auch für viele institutionelle Investoren wirklich eine wichtige Demarkationslinie, denn man investiert ungern gegen eine übergeordnete negativen und starken Trendentwicklung. Ja, und wenn ich dann noch eine fallende 200-Tage-Linie habe und der Markt insgesamt auch fallende Hoch- und Tiefpunkte aufweist,
dann ist das doch das vom Chance-Risiko-Verhältnis her gesehen etwas ungünstig. Da muss man noch ein bisschen Feingefühl dafür entwickeln, wann auch in solchen stärkeren Abwärtsphasen dann gute Einstiegsgelegenheiten sind. Aber im Augenblick müssen wir einfach schon mal konstatieren, an den internationalen Aktienmärkten ist der übergeordnete Trend durchweg negativ. Kurzfristig sind wir so ein bisschen überverkauft, wenn wir uns diesen Indikator hier anschauen, Anzahl der Indizes, die noch ihren Monatsdurchschnitt behaupten, da sind wir auch nur noch bei 15%. Das ist relativ wenig. Also es reicht eigentlich für eine kurze Gegenbewegung. Aber ich gehe mal davon aus, diese dürfte auch wieder verkauft werden. Denn wir kommen jetzt in eine Phase rein. Wir sind schon in einer Phase, die äußerst negativ ist von der Saisonalität her betrachtet. Hier einfach mal die Durchschnittsverläufe für den August und den September. Und man sieht es sowohl in Zwischenwahljahren, das ist 2022 mit den Wahlen in den USA Anfang November, also ein Midterm-Year, wie auch in den vergangenen 10 Jahren und 20 Jahren, September durchweg ein eher schwacher Börsenmonat. Ich möchte hier keinen Crash ausrufen, aber es ist zumindest mal Zurückhaltung angebracht, auch hinsichtlich der Saisonalität, denn die ist im September auch nochmal negativ. Das hier, wie gesagt, für die amerikanischen Indizes. Und wenn wir uns einfach mal so einen durchschnittlichen saisonalen Verlauf anschauen, dann wird man feststellen, dass es relativ gut übereinstimmt, das Börsenjahr 2022 mit den Durchschnittsverläufen in Zwischenwahljahren oder wenn das zweite Jahr eines demokratischen Präsidenten in den USA gerade läuft. Und das ist auch eine wichtige Richtschnur. Ich muss immer schauen, greift der Markt so ein bisschen auf das Zwischenwahljahresmuster zurück oder auf das saisonale Muster zurück, ja oder nein. Es macht keinen Sinn, starr auf Durchschnittsverläufe zu achten, wenn die Börse ein ganz anderes Spiel spielt. Aber dieses Jahr ist eigentlich so dieses Zwischenwahljahresverlaufsmuster relativ passend. Man sieht es hier mit einer Erholung März, April, Schwächephase Mai, Juni, starke Erholung wieder hier im Juli, kleine Top-Bildungsphase im August. Und auch hier sieht man September über die verschiedenen Zwischenwahljahre bzw. saisonalen Verläufe häufig und gerne mit einem Zwischentief, von dem ausgehend sich dann häufig nochmal eine gute Nachkaufgelegenheit eröffnet für das vierte Quartal, also hier der Oktober und November, meistens doch relativ stark. Das gilt zumindest mal für die amerikanischen Indizes, was relativ selten dargestellt wird. Wie ist denn eigentlich die Lage beim DAX? Und ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Ich achte sehr gerne eben auch darauf, ja, wie ist denn so die statistisch-technische Ausgangslage beim DAX? Wenn wir uns hier auch mal auf die Marktbreite konzentrieren, das heißt also die Anzahl der Aktien im DAX, die ihre 200-Tage-Linie behaupten, dann sind wir hier ungefähr noch bei rund ein Viertel, ein Fünftel angekommen. Schwankte zuletzt ein bisschen, aber sagen wir mal Pi mal Daumen 20%. 20% ist nicht viel, aber es ist noch kein Ausverkaufsniveau. Was meine ich mit Ausverkaufsniveau? Also wenn die Quote hier unter 5% fällt, im Idealfall, wenn keine einzige DAX-Aktie mehr ihre 200-Tage-Linie behauptet, dann war es in den vergangenen 20 Jahren immer der Fall gewesen, dass wir mehr oder weniger den Tiefpunkt erreicht hatten. Man sieht es hier sehr schön, die Quote 0% im April 2009, hier war das DAX tief gewesen. Dann hier die Euro-Finanzkrise Höhepunkt im September 2011, auch hier den Tiefpunkt mehr oder weniger erreicht. Es gibt keinen Indikator, der hundertprozentig funktioniert, aber es geht sich darum, das Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Das haben wir auch hier gehabt im Februar 2016 sowie im März Corona-Crash 2020. Auch hier die Quote 0%, auch da das Tief ungefähr dann erreicht. Jetzt, wie gesagt, haben wir 20% und das wäre jetzt für mich so ein Idealszenario, dass wir jetzt im September nochmal abtauchen, die Quote so in den Bereich unter 10% fällt, also weniger als vier DAX-Aktien noch ihre 200-Tage-Linie behaupten. Und dann würde ich auch privat wieder verstärkt einsteigen, denn dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis recht gut. Und dieser Indikator würde mir dann auch wieder ein ganz gutes Einstiegssignal liefern. Die Frage ist natürlich, wie sind im Augenblick so die Gewinnperspektiven, wenn ich zum Beispiel im September im DAX investiere? Das habe ich hier mal mit einem kleinen System aufgebaut. Anfang September würde man in den DAX einsteigen. Die Regel heißt seit Anfang 2000, kaufe immer den DAX zum ersten Handelstag im September, steige aus am letzten Handelstag im September. Das hier sind die Ergebnisse und man sieht schon, relativ häufig gibt es hier rote Vorzeichen. Ja? Das heißt also negative Performance im September. Wir können uns das Ganze auch nochmal zusammenfassend anschauen. Wir haben hier eine Trefferquote von 45% und ein durchschnittliches Ergebnis von minus 2%. Wenn ich in den vergangenen 22 Jahren jeweils Anfang September eingestiegen bin und Ende September wieder verkauft habe. Also keine wirklich gute Ausgangslage, verglichen auch mit anderen Monaten. Jetzt kann man das Ganze noch etwas feinjustieren, denn im Augenblick ist ja folgende Situation beim DAX.
Das ist die aktuelle Ausgangslage beim DAX Performance Index. Man sieht sehr schön hier die Tendenz, die fallende 200-Tage-Linie, die ich schon angesprochen hatte, die deutlich fallend verläuft. Und im Unterschied zu den amerikanischen Indizes scheiterte der DAX auch schon wesentlich früher vor der 200-Tage-Linie. Beim Nasdaq 100 haben wir immerhin die 200-Tage-Linie nochmal kurz touchiert, beziehungsweise auch im S&P 500 mal ungefähr angelaufen. Der DAX drehte vorher, das heißt, wir haben eine relative Schwäche beim DAX auch gegenüber den amerikanischen Indizes. Die Tendenz ist fallend und wir werden unter der 200-Tage-Linie im September starten. Jetzt passe ich das System so ein bisschen auf die aktuelle Ausgangslage an und ich sage, wenn man jetzt in den vergangenen 20 Jahren nur dann eingestiegen wäre, wenn der DAX Anfang September sogar unter der 200-Tage-Linie notierte, das stelle ich jetzt hier ganz einfach mal ein, Kursverlauf ist unterhalb der 200-Tage-Linie, um die aktuelle Ausgangslage darzustellen. Wir merken uns 45% Trefferquote, minus 1,9% Durchschnittsergebnis. Jetzt mit der 200-Tage-Linie fällt das Ganze auf eine Gewinnquote von nur noch 12% bei minus 6,8%. Das heißt also, meine Gewinnchancen gehen nochmal deutlich runter im September und das durchschnittliche Ergebnis fällt auch nochmal deutlich. Und natürlich ist die Ausgangslage relativ selten mit 8 Treffern. Das ist nicht unbedingt statistisch belastbar, aber wir sehen, für den DAX trüben sich die Perspektiven nochmal ein, wenn man hier wirklich dann im September einsteigt und die 200-Tage-Linie ist fallend. Das wird allerdings dann wieder besser, wenn man das Ganze etwas längerfristig betrachtet. Ja? Das heißt also dann sagen würde, wir gehen jetzt hier nicht Ende September wieder raus, sondern wir würden zum Beispiel im DAX wieder verkaufen zum Jahresende. Das heißt also, der Dezember wäre dann unser Ausstiegstermin und wir sehen dann aber immerhin noch eine Trefferquote von gut 60%. Das Durchschnittsergebnis mit minus 3,5% ist aber dennoch negativ. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Wir können uns das Ganze noch in der Transaktionsüberlagung anschauen. Also wenn man sich hier alle mal anschaut, die stattgefunden haben. Wir sehen es, Mitte und Ende September ist eine schwierige Phase. Da tendieren die Märkte und der DAX gerade zur Schwäche. Ausgehend davon kommt es aber dann häufig zu einer Erholungsphase. Ja, man sieht es hier, die meisten schwarzen Linien ziehen dann allmählich an. Das heißt, so ab Mitte, Ende September gute Einstiegsgelegenheit, meiner Meinung nach, mit einer schönen Erholungsphase dann vielleicht noch so bis in den November, Ende November hinein, wenn wir auch dann in den USA wieder ein bisschen mehr Klarheit haben, wie die Zwischenwahlen ausgegangen sind. Und da muss man natürlich weiterschauen. Möglicherweise schwenkt die amerikanische Notenbank vorher noch ein bisschen um, die Inflationsraten kommen runter, im Markt wird ja die Zukunft gehandelt. Das könnte ein möglicher Trigger sein dann für die Zeit, aber das muss man dann abwarten. Das ist so ein bisschen der statistische Fahrplan. Schauen wir noch kurz auf den DAX natürlich. Ich hole hier den Wochenchart, um das übergeordnete Bild zu sehen. Was wäre so eine mögliche Zielzone für den DAX? Also wenn wir hier die bisherigen Jahrestief unterbieten, also unter 12.500 fallen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier unten reintauchen in den Bereich von 11.000 bis ungefähr 11.500 Punkte. Man sieht es auch hier mit dieser grün gestrichelten Linie, das ist so ungefähr eine Verbindung der Tiefpunkte, die wir seit dem Jahr 2000 ausgebildet haben. Da ist dann mit verstärkter Nachfrage wieder zu rechnen. Zusätzlicher Charme ist auch so im Bereich von 9.500 bis 10.000 Punkten ist der DAX Pi mal Daumen bei einem Kursbuchwertverhältnis von 1 angekommen. Und auch hier endeten eigentlich alle größeren Korrekturphasen in den vergangenen 20 Jahren, wenn der DAX ein Kursbuchwertverhältnis von ungefähr 1,0 ausgebildet hat. Das wäre jetzt so im Bereich von rund 9.500 bis 10.000 zu erreichen oder das wäre dort gegeben. Das heißt, unter dem Strich fallen wir auf ein neues Jahrestief. Dann beachte ich auf diese Zone hier, die sich für mich dann als eine mögliche Nachkaufgelegenheit eröffnet. Wenn dann auch alle Mitglieder noch unter ihrer 200-Tage-Linie notieren, was vielleicht Mitte, Ende September der Fall ist, wäre hier dann eine gute Gelegenheit zum Einstieg und somit eben auch ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis eben dann von einer Erholungsbewegung zu profitieren, weil dann auch wieder eine erhöhte Volatilität gegeben ist und das ermöglicht dann insbesondere mit Anlagezertifikaten sehr interessante Chancen. Die amerikanischen Indizes, ich hatte schon gesagt, zeigten zuletzt relative Stärke gegenüber dem DAX. Hier gehe ich noch nicht davon aus, dass wir zumindest mal beim Nasdaq 100 auf noch ein neues Jahrestief fallen sollten. Dass diese Zone hier relativ gut unterstützt, also der Bereich 11.000 bis 11.500, steigt das Volumengebirge auch wieder an. Das könnte angelaufen werden Mitte, Ende September. Auch hier dann vielleicht die Chance auf einen möglichen Doppelboden. Daniel hat es eben angesprochen. Das heißt also hier Rückkehrbewegung in diesem Bereich, dürfte wieder verstärktes Kaufinteresse aufkommen. Möglicherweise dann Erholung ab der Ende September mit einer Erholung hier rüber hinaus.
Aber dann wird es natürlich schwierig, denn das Potenzial bleibt natürlich limitiert hier mit der fallenden 200-Tage-Linie. Also da muss man darauf achten, viel mehr als so 13.000, 13.200 Punkte sehe ich da derzeit eigentlich nicht. Und das muss auch erstmal dann zurückerobert werden. Noch ganz kurz, es gab sehr häufig auch immer wieder, kommt die Frage auf, wie kann ich eigentlich erkennen, dass der Markt wieder in eine Aufwärtsbewegung überschwenkt und ich hier nicht in eine Bärenmarkt-Rallye reinlaufe. Nun, auch hier vielleicht eins einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit reinschauen, was denn dort, wie sich der Markt dort verhalten hat. 2008, 2009, ich weiß, das fundamentale Umfeld war ganz anders gewesen, keine Frage, aber einfach für den Hinterkopf, auch dort gab es beim DAX Erholungen von 20-30%, klassische Bärenmarkt-Rallyes, aber dieser scharfe oder diese lang anhaltende Abwärtsbewegung endete dann, als wir die 200-Tage-Linie hier violett dargestellt wieder zurückerobert haben. Wir haben ihn übersprungen, mehrfach getestet, danach ging die Reise wieder nachhaltig nach oben. Ähnliche Entwicklung sieht man bei den amerikanischen Indizes oder eben auch zum Beispiel bei der langen Abwärtsphase von 2000 bis 2003. Also da bitte drauf achten, das ist ein guter Taktgeber eben, um so die statistischen Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, die Trefferquoten, die möglichen Rückschläge, aber eben auch um zu erkennen, handelt es sich nur wieder um eine Bärenmarktrallye oder findet hier wirklich ein Wechsel im Kräfteverhältnis zwischen Angebot und Nachfrageseite statt. Ja, jetzt haben wir hoffentlich noch genügend Zeit auch für die Fragen, die reinkommen und freuen wir uns drauf. Ja, dann danke ich euch schon mal für den spannenden Vortrag. Tatsächlich können wir dann auch gerne in die Diskussionsrunde auch einsteigen gleich. Und ja, ich würde mit einer allgemeinen Frage anfangen, die gestellt wurde. Und zwar, was passiert, wenn es zu einer größeren Rezession kommt, zum Beispiel aufgrund der steigenden Zinsen? Wie kann das die Märkte langfristig beeinflussen? Und wie sollte man sich dann verhalten als Anleger? Hallo? An wen ging denn die Frage? An niemanden Speziellen. Das würde ich jetzt euch überlassen, wer die beantworten möchte. Okay, also das ist quasi die 5 Millionen Dollar Frage zu dem Thema Zinsen, wie man sich verhalten soll. Ja, ich hatte so ein bisschen angeteasert am Anfang, dass ich sagte, naja, die Märkte warten jetzt auf die Signale, wann denn der Zyklus zu Ende sein könnte bei den Zinsen. Und das hängt eben, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, exakt an den Inflationsdaten. In den USA kann man von Peak Inflation eigentlich mehr oder minder ausgehen, dass das wohl hoffentlich so ist. In Deutschland ist es die Frage, ob das dann mit dem September passiert. Jetzt laufen ja die ganzen Stützungsprogramme aus. Ja genau, also im Bereich Sprit, Diesel, aber auch in bei einigen anderen Dingen. Und dann kommt es im September eben nochmal ein Schnaps obendrauf. Auch die Notenbank in England erwartet deutlich höhere Inflation nochmal. Und wenn das geklärt ist, dann kann man sich möglicherweise Richtung Sommer 2023 mal wieder mit einer Zinswende beschäftigen. Aber vorher wird es, glaube ich, eng. Oder, Franz-Georg, wie siehst du die Zinslage? Ja, du hast es schon gesagt, also es kommen jetzt so ein paar Sonderfaktoren, die dann rausfallen. Dann ist natürlich das 9-Euro-Ticket, die Gasumlage kommt da drauf, es kommen Tarifverhandlungen in Deutschland, die reinkommen. Ich sehe so ein bisschen, dass bei Gas und Strom, wenn man das jetzt auch wieder aus dem technischen Blickwinkel betrachtet, das hat so eine Ähnlichkeit mit einem Tannenbaumchart. Wir squeezen jetzt nach oben durch. Es ist eine Übertreibungsphase, aber ich glaube, irgendwann wird auch mal wieder Rationalität einkehren und die Marktteilnehmer sich darauf besinnen. Also ganz so schlimm kommt es vielleicht auch nicht. Wir haben ja auch die Füllstände in Deutschland, die jetzt wieder, die schon stärker gestiegen sind, als eigentlich vorab erwartet. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass wir von der Inflationsrate ganz allmählich mal runterkommen, aber eben nicht so weit, wie die Notenbanken das gerne möchten. Ja, wir müssen uns damit weiter in erhöhter Inflationsrate auseinandersetzen. Du hast es eingangs schon gesagt. Da entscheidet dann nicht 0,2 oder 0,3 Punkte runter, sondern wirklich 2% sind vorgegeben. Und das werden wir längere Zeit nicht sehen. Die spannende Frage ist für mich ganz einfach.
Wann wird vor allem die amerikanische Notenbank umkippen in ihrer Strategie, falls die Konjunktur einbricht? Wann fängt man an, eben wieder stützend die Konjunktur oder die Konjunktur zu stützen und die Inflationsrate auch auf einem höheren Niveau zu tolerieren? Diese Frage kann im Augenblick keiner beantworten, aber das wird eine der entscheidenden sein zum Jahresende hin. Ich möchte noch mal auf einen Punkt eingehen, der ja wichtig ist, wenn man jetzt Anleger ist oder auch aktiver Anleger, sprich Trader. Wir hatten ja die von mir angesprochenen Zeitpunkte dieses Jahr, in denen man wirklich wunderbar nachshorten und absichern konnte. Also Frühsommer oder auch vorletzte Woche und übrigens auch zur Jahreswende schon. Da waren wir auch schon sehr mit Absicherungen bestückt, noch vor der Ukraine-Krise. Warum? Weil die Vola ja auch zur Jahreswende und entsprechend die Stimmung viel zu gut war und die Vola zu niedrig. Die Kunst der nächsten Monate wird aber sein, und das sage ich für Feingold Research ganz bewusst, wir sind kein bärischer Börsendienst. Es gibt ja einen ehemaligen Börsenhändler, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass er seit 10 Jahren nur short ist und entsprechend überhaupt gar keine Rendite erwirtschaftet. Und es gibt ja auch viele Verschwörer sozusagen oder Permaskeptiker, die immer nur sagen, es geht alles in die Grütze. So gewinne ich natürlich keinen Blumentopf. Die Kunst wird sein, in den nächsten Monaten sich zu drehen und dann zu antizipieren, wann man sozusagen Ausschläge nach unten erstens zum Abbau der Absicherung nutzt. Wir fahren da immer einen Dreiklang bei uns, also Absicherung, Cash und Investitionskart. Und dann zum dritten geht und sagt, ich kaufe mich mittellangfristig in den Markt ein und nutze dann eben nicht mehr jede Erholung wieder zum Nachschorten, sondern sage, jetzt bleibe ich auch dann wirklich länger dabei und erkenne diesen neuen Aktienzyklus, der da beginnen könnte. Da sind wir noch nicht an dem Punkt, aber ich glaube, die Chancen, sich abzusichern, die werden im Zeitablauf der nächsten Monate immer weniger. Und es ist wichtig, diesen Dreh hinzubekommen. Das wird die Herausforderung für uns und für unsere Abonnenten und generell für jeden am Markt. Okay, vielen Dank. Dann habe ich noch eine kleine Frage für Sebastian. Und zwar möchte ich gerne einen Zuschauer wissen, ob man Inline-Optionsscheine bis zum Laufzeitende halten muss, ob man sie auch vorher verkaufen kann. Ja, das ist ja eigentlich das Interessante an den Papieren. Und ist übrigens natürlich so bei allen verbrieften Derivaten. Die Kurse werden vom Emittenten gestellt und es werden fortlaufend Geld- und Briefkurse gestellt. Handelszeiten für DAX-Inliner sind bei uns zwischen 8 Uhr und 22 Uhr. Und selbstverständlich kann man in dieser Zeit die Inliner regelmäßig kaufen und verkaufen. Das heißt, auf gar keinen Fall muss man den Schein bis zum Laufzeitende halten. Natürlich winken am Laufzeitende dann die vollen 10 Euro. Aber Daniel hatte das ja vorhin auch schon ganz gut bei den Absicherungen gezeigt, dass man auch einen Inliner eine Woche halten kann. Man muss den ja nicht immer aussitzen bis zum Laufzeitende. Und das ist ja auch das besonders Interessante an den Scheinen. Selbst wenn ich jetzt einen Schein wähle, der noch ein halbes Jahr läuft und vielleicht sehr breite Korridore hat, heißt das ja nicht, ich muss den ein halbes Jahr halten, sondern ich kann ihn auch nach einem Tag schon verkaufen. Ob ich jetzt nach einem Tag schon Gewinn habe, ist die Frage, aber es gibt auch Inliner, die innerhalb eines Tages 10, 20, 30% steigen oder auch fallen. Vorsicht, Inliner können auch fallen. Also das heißt, ich kann wirklich jederzeit diese Papiere handeln, ganz wichtig. Und die werden auch von Tradern genutzt, ganz klar. Also es gibt genug Trader, die auch kurzfristig die Papiere nur halten. Okay, vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage, die ich persönlich auch sehr spannend finde. Wahrscheinlich eher an Daniel und Franz Georg jetzt wieder. Wie sieht es mit Zukunftsaktien aus? Wasserstoff, Lithium, Solar, Brennstoffzelle? Wagt ihr da eine Prognose oder Tipps zu? Ja, ich gehe da mal auf unseren Börsendienst ein, auf unseren Börsenchat, den wir auch haben. Da haben wir in den letzten Tagen oder am Freitag war das ein Einwand von mir, dass ich sagte, die Märkte gehen gerade so unter Druck, dass es mich nicht wundern würde, wenn zum Beispiel am Montag eine Encarvis, also heute unter Druck kommen sollte, weil das sehr häufig so ist, dass die Aktien, die besonders gezogen wurden, dass die dann auch, dann auch nochmal verkauft werden. Und das ist dann sehr wichtig, gerade diese Hype-Aktien zwischendurch auch mal zurechtzustutzen, also sprich auch vielleicht mal Zwischengewinne mitnehmen und sich dann deren erinnern, wenn sie eben gerade mal nicht so gesucht sind. Da gibt es ja auch immer mal wieder Chancen, gerade im Bereich Wasserstoff. Es gibt ja auch viele Indexlösungen in der Sicht, aber auch natürlich Einzelaktien. Und dann kann man sich angucken, ich würde da Fazit aus meiner Sicht nicht jedem Hype hinterherlaufen. Gutes Stich. Franz Georg, wolltest du noch etwas dazu sagen? Entschuldigung.
Nee, ich würde da auch ganz einfach eine antizyklische Herangehensweise Sachen herangehen. Es ist sehr interessante Bereiche, aber man muss nicht dann reingehen, wenn sie wirklich auf den großen Börsenzeitschriften ganz oben zu finden sind, sondern wenn ganz einfach auch wieder Korrekturen stattgefunden haben, bleiben für mich aber zumindest mal mittel- bis langfristig ganz klar sehr interessante, sehr chancenreiche Themen, die einfach ja, eine große Zukunft haben, wo man sich engagieren sollte. Natürlich immer abgestimmt auch auf das restliche Depot, dass da hier nicht ein zu großes Gewicht drin ist. Okay, genau, danke auch dafür. Genau, das mit dem Hype hinterherlaufen war schon, glaube ich, ein gutes Stichwort für die nächste und die letzte Frage dann auch leider. Und zwar gab es ja letzte Woche einen Aktiensplit von Tesla und der Zuschauer möchte gerne wissen, ob man dann als Anleger unbedingt zuschlagen sollte, ob das eine Kaufempfehlung ist, wenn man so einen Aktiensplit quasi der günstiger in dem Moment, ob man da auf jeden Fall mit draufspringen sollte auf den Zug. Wahrscheinlich auch eher an Daniel und Franz Georg dann. Hallo, Also, seid ihr da? So. genau. Es ist nicht grundsätzlich so, dass jeder Split ein Kaufargument ist. Für mich zählt letztlich der fundamentale Wert und die technische Ausgangslage der Aktie und nicht, ob ein Split stattgefunden hat. Die Argumentation ist ja, er ist optisch günstiger und dann kann es natürlich zu entsprechenden Erholungen kommen. Mehr Leute können sich die Aktie vielleicht leisten. Man sieht aber auch bei Tesla, der Effekt war nicht sehr stark gewesen. Und ich habe mir auch mal die Statistiken angeschaut. Wenn man sich wirklich alle größeren Aktiensplits in den USA anschaut, da kann man keinen Blumentopf mit gewinnen, wenn man gezielt nur darauf setzt, ich kaufe jetzt eine Aktie, die gerade einen Split durchgeführt hat. Da müssen ganz einfach die anderen Rahmenbedingungen stimmen bei Tesla. Und wenn die nicht gegeben sind, ist das für mich kein Grund, dort zu investieren. Würde ich auch wärmstens von abraten. Also ein Aktiensplit ist eine technische Maßnahme, die den Aktienkurs verbilligen soll, aber das hat ja überhaupt keine fundamentalen Auswirkungen. Das sollte kein Grund sein, um ein Unternehmen zu kaufen, sondern eine fundamentale Analyse, dass man an das Unternehmen glaubt, die Zahlen checken, das sind viel wichtigere Faktoren. Ja, okay, dann danke ich euch an dieser Stelle. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten, auch wenn es noch ein paar Fragen gab. Die können Sie, liebe Zuschauer, aber gerne dann direkt an Feingold Research oder Sebastian Bläser, also an die Hypo Vereinsbank, per E-Mail stellen. Die Kontaktdaten bekommen Sie in einer Nachfassmail. Und ja, ich bedanke mich für die ausführlichen Antworten und denke, wir haben einen spannenden Abend mit ebenso spannenden Prognosen erlebt für das letzte Jahresdrittel. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können sich also jederzeit wieder anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie voraussichtlich noch heute Abend per E-Mail. Dort stehen dann eben auch, wie eben erwähnt, die Kontaktmöglichkeiten, falls Sie noch weitere Fragen zum Vortrag an die Hypo Vereinsbank oder Feingold Research haben. Und den Aufzeichnungsartikel sehen Sie dann auch auf unserer Startseite Finanznet. Dann würde ich euch drei noch um ein kurzes Fazit bitten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal in umgedrehter Reihenfolge an, wie bei der Begrüßung. Und dann würde ich Franz Georg um das erste Schlusswort bitten. Ja, ganz genau. Fangen wir an. Ich würde sagen, wir haben jetzt eine Korrektur und schwierige Börsenphase noch vor uns, aber ich sehe fallende Kurse auch immer als Chance, dass man in Aktien und auch Indizes, Basiswerte reinkommt, die man schon immer mal haben wollte, aber ganz einfach auf einem interessanten und besseren Kursniveau. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist besser. Deswegen, ich sag mal so, ich freue mich ein bisschen, wenn die Märkte noch ein bisschen weiter korrigieren sollten in den September hinein. Und das sehe ich dann als Chance, um mich eben dann zu positionieren für das weitere Jahresverlauf, beziehungsweise dann auch schon für 2023. Auch da wird es eher holprig bleiben. Aber wir haben ja heute Abend gezeigt, wenn man so ein bisschen auch geschickt eben mit der Volatilität agiert, dann kann man insbesondere eben auch über Inline-Optionsscheine noch sehr, sehr attraktive Renditen erzielen, die ich sonst so in anderen Ländern auch nicht habe. Vielen Dank. Dann Daniel, würde ich dich noch um ein kurzes Fazit für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bitten. Ja, mein Fazit ist das, was ich im letzten Wortbeitrag schon gesagt habe. Man muss jetzt gucken, dass man sich in den nächsten Monaten zu guten Zeitpunkten mit intelligenten Produkten oder Aktien in den Markt einkauft und dann den Absprung auch finden von seinen Absicherungen. Das wird sehr wichtig.
Und für uns als Börsendienst gilt für die nächsten Monate eben genau das umzusetzen in unseren Depots. Wir fahren momentan eine sehr hohe Cashquote. Wir fahren auch immer noch Absicherungen und wir werden genau diesen Dreiklang umsetzen und erst die Absicherung retour fahren, in Cash wechseln und dann das Cash auch sinnvoll einsetzen für die nächsten Jahre, weil ich glaube, wenn wir durch die Delle jetzt durch sind, dann stehen ein paar ziemlich coole Börsenjahre bevor. Hallo, noch jemand da oder bin ich jetzt alleine? Ach so, sorry, ich war noch gemutet, Entschuldigung. Genau, ich vielen Dank, Daniel, für dein Fazit. Genau, ich und dann würde Sebastian das Schlusswort von Referentenseite aus gebühren. Ja, natürlich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass viele auch was mitnehmen konnten. Was ich gerne mitgeben würde, ist eigentlich, dass das Wissen zu den derivativen Produkten, die ein guter Ausgleich sind zum Investment in Aktien, und dass man wirklich die Chancen nutzen sollte, die man als deutscher Anleger hat, hier ein riesiges, vielfältiges Produktportfolio an verschiedensten Strategien, die hier umgesetzt werden können. Und es lohnt sich wirklich, sich das anzuschauen, sich damit zu beschäftigen, auch wenn es vielleicht am Anfang kompliziert erscheinen mag, weil es wirklich einen klaren Mehrwert im Portfolio-Management und in der Geldanlage bieten kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank an dich auch. Und ich denke, damit können wir dann alle gut in den noch jungen Abend starten. Vielen Dank für das nette Online-Seminar, ihr drei. Habt noch einen schönen Feierabend, alles Gute. Und auch vielen Dank an Sie, liebe Zuschauer, für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit. Wenn Sie regelmäßig auf unserer Webseite Finanznet vorbeischauen oder sich bei unserem Newsletter anmelden, verpassen Sie kein Online-Seminar mehr. Damit verabschiede auch ich mich für heute Abend von Ihnen. Bleiben Sie optimistisch.